Wir haben 71 evangelische Schulen, die werden von 12.000 Schülerinnen und Schülern besucht. Das ist ein ganz großer Reichtum für unsere Landeskirche, von dem auch ganz viele Impulse in das Gemeindeleben und in die Kirche hineinstrahlen. Es sind ganz viele Eltern, die sich engagieren, die Lehrkräfte, die Schulleitungen, Fördervereine, also ein ganz großes Engagement, das damit verbunden ist. Und da ist an dieser Stelle gut mal ganz herzlichen Dank zu sagen allen, die sich für diese Arbeit engagieren und einbringen. Das ist was ganz Besonderes für unsere Kirche. Die Synode hat sich mit diesem Thema jetzt intensiv befasst und das Besondere unserer Schulen ist das Konzept, das jedes einzelne Kind in den Mittelpunkt stellt, mit seinem Bedarf an Förderung, mit seinen Fähigkeiten, die zur Geltung kommen, sodass unsere Schulen auch gut geeignet sind für Kinder unterschiedlicher Begabungen. Kinder mit Behinderungen können genauso gut mithalten wie Kinder, die nicht behindert sind. Flüchtlingskinder werden gut aufgenommen und gefördert. Das ist das Besondere an unseren Schulen. Ein zweiter Aspekt, den die Synode sehr beschäftigt hat, war die Frage, wie die Schulen auch das gemeindliche Leben bereichern können und dass die Schulen selbst auch gemeindliches Leben vor Ort haben. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler feiern Andachten und Gottesdienste. Es gibt manchmal sogar Taufgottesdienste und sie beschäftigen sich ja auch mit religiösen Themen, nicht nur im Religionsunterricht, sondern auch in anderen Fächern, also so Themen wie Frieden, Demokratie, Bildung, Bewahrung der Schöpfung, sind Themen, die die Schülerinnen ganz praktisch beschäftigen und wo die Schülerinnen und Schüler sich auch dann in ihre Umgebung mit einbringen.